Der Herr sagt: Was ist die wahre Taufe? Lasst es mich euch erklären. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. July 10, 2005. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für eine Schwester in Christus und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Hütet euch vor all diesen Männern in Autorität, die in den Kirchen der Menschen verweilen. Seid wachsam, denn sie halten an der Einzigkeit der Lehre fest und lehren das, was auf menschlichem Wissen und Verständnis errichtet wurde. Männer, die sich geweigert haben, das loszulassen, was ihnen von ihren Vorvätern überliefert wurde, wodurch sie blind geblieben sind. Und hütet euch davor, andere nach dem zu beurteilen, was von Menschen als Lehre vermittelt wird. Denn das Gericht ist dem Sitz Gottes vorbehalten, der Barmherzigkeit genannt wird. Deshalb, hier ist Wissen, ja, sogar die Weisheit und das Verständnis Gottes. Viele werden in meinem Königreich sein, die nicht mit Wasser getauft worden sind. Vielmehr waren sie vollständig in das Wort eingetaucht, eingehüllt in das Opfer und die Liebe des Sohnes. Denn diese sind es, die vollumfänglich getauft worden sind in dem Geist. Ich versichere dir, dass sie ihren Lohn haben, genauso wie du, mein kostbares Kind. Denn von Anfang an habe ich dich gekannt und geliebt, die du mit Wasser getauft wurdest. So liebe und kenne ich auch jene, die nicht mit Wasser getauft wurden. Denn sie lieben mich, wie du mich liebst. Legt jenen, die mich lieben, keine Stolpersteine vor die Füße. Seid eins in Christus. Denn wenn ihr die göttliche Nahrung an die Hungrigen verteilt, indem ihr euer eigenes Salz benutzt, um das zu salzen, was selbst Salz in sich hat, wird dann nicht die Nahrung, die ihr anbietet, ihren Geschmack verlieren und bitter werden im Mund jener, die gekommen sind, um satt zu werden? Deshalb sage ich all jenen, die die Taufe so hoch achten und sogar als Maßstab nutzen, mit dem sie andere für würdig oder unwürdig halten für Gott, entsprechend ihrer eigenen verdrehten Lehre. Wer immer Gott gereinigt hat, ist würdig. Ihr sollt sie nicht unwürdig nennen. Denn die Wassertaufe wurde den Menschen als äußeres Zeugnis ihrer Hingabe an Gott im Namen von Christus gegeben. Und auch als Zeichen der Verbundenheit in der Gemeinschaft innerhalb des Leibes Christi. Deshalb sage ich euch: Hütet euch vor jeder Lehre, die von der Kraft des Kreuzes stiehlt, als ob das Opfer des Messias nicht genug wäre, damit ihr nicht für das, worüber ihr urteilt, unter dem Gericht steht. Was irdisch ist, das bleibe irdisch, und was geistig ist, das bleibe geistig. Haltet euch nicht an das Irdische oder an das Verständnis der Menschen, noch haltet euch an eine private Auslegung der Schrift oder an eine aufgestellte Lehre. Haltet euch an Gott fest, durch Christus. Denn wo habe ich in den Geboten Gottes geschrieben, dass alle von Menschen getauft werden müssen, um errettet zu sein? Die Taufe ist in der Tat gut, wenn sie ein Bekenntnis ist, das aus reinem Glauben aus dem Herzen kommt. Ein äußerer Akt des Glaubens, der die Annahme der Vergebung in Christus offenbart. Denn das Wasser der Erde kann nur das reinigen, was die Haut beschmutzt hat. Auf keinen Fall kann es das reinigen, was im Geist befleckt ist. Das ist dem Blut des Lammes vorbehalten.
Noch einmal sage ich zu euch, die Wassertaufe ist nichts in und für sich selbst. Es sei denn, eines wird zuerst im Wort gewaschen und im Geist getauft, was nur durch Yahushua HaMashiach empfangen werden kann. Denn er allein ist die Taufe, das Wasser des Lebens, durch das alle gereinigt werden und ihre Erlösung empfangen müssen. Deshalb, Geliebte, denkt daran, der Geist des Wortes und nicht der Buchstabe ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, durch den euer ganzes Leben in den Wassern des Himmels gereinigt werden soll, die aus Yahushua, den ihr Christus und Jesus nennt, fließen. Denn ich sage euch die Wahrheit, der Messias kommt bald, um alle mit Feuer und Herrlichkeit zu taufen. Diejenigen, die ein böses Herz haben, mit Feuer. Und jene des Geistes, die auch die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, in Herrlichkeit, für immer und ewig. Amen.